Hallo, hi, schön, dass ihr wieder da seid. Heute werden wir zusammen ein weiteres Unboxing sehen und ich wünsche euch schon mal viel Spaß dabei. Also wie ihr schon gesehen habt, ein kleiner Flugeindruck, heute der Whirlwind X251. Das ist ein XK Quadcopter der 250er Klasse, das heißt über Diagonale sind die Motoren 250 mm entfernt. Rotordurchmesser sind 130 mm, 199 Gramm stimmt. Viermal Brushless Motoren 1307, 3000 kV. Ist in 6 Versionen verfügbar. Ich habe die Standardsversion mit der X7 Steuerung. Ist auch mit FPV sicherlich ein empfehlenswerter Copter. Sicher ist euch schon aufgefallen, dass der 3D 6G Switch, das ist die absolute Besonderheit des Copters, aber da kommen wir dann im Flight Review, also im zweiten Teil zu. Das sind die Außenabmaße 177, 177, 83 mm hoch. Ja, das ist die X7 Steuerung, die ist also sehr umfangreich, da kann man sehr sehr viel dran einstellen. Dazu kommen wir dann im Teil 3, da stellen wir die Fernsteuerung ein. Und hier hinten die üblichen Warnungen, also man soll damit auf keinem Flughafen rumalbern und bei keiner Hochspannung und unter Wasser ist er auch nicht ganz so toll geeignet, also das Übliche. Wollen wir mal reingucken. So, im Vergleich zum... Oh, da waren ja Mäuse drin. Na ja, gut, auf jeden Fall kann man es ordentlich rausziehen. Deswegen waren chinesische Mäuse. Im Vergleich zum GGRC X1 haben wir hier schon wieder das übliche Styropor. Dieser war schön in Pappe verpackt, als bei XK anscheinend üblich. Also, ja, da sieht man ihn schon schön. Ist also ready to fly, ist alles fertig zusammengebaut, Landegestell, Rotoren sind fertig montiert. Wie man sieht, ja, das Ganze macht einen sehr guten Eindruck. Die äußeren Arme sind aus Carbonrohr. Auf der Unterseite befindet sich ein Anschluss für FPV-Kamera. Hier haben wir eins der üblichen Balancer-Ladegeräte. Da kann man den 2S-Akku mit laden. Also Bedienungsanleitungen in Englisch und Chinesisch. Die Bedienungsanleitung dürfte etwas ausführlicher sein, vor allen Dingen mit den Spezialfunktionen des Copters, die man so hat wie den 6G-Switch und auch Dual-Rate-Exponential. An dieser Fernsteuerung kann man wirklich sehr viel einstellen. Das ist also mittelmäßig bis schlecht erklärt. Die Fernbedienung ist außerdem mit dem SFHSS-Protokoll von Futaba kompatibel. Aber in Teil 3 nehmen wir uns diese X7 mal vor und entlocken dem Ding dann 100% Leistung. Das wird man dann beim Fliegen deutlich spüren später. Ja, der 2 Zellen, 7,4 Volt, 950 mAh Akku. Nur mit einem Balancer-Kabel versehen, über das er geladen wird, mit dem er auch mit dem Copter verbunden wird.
das Netzteil vom Ladegerät. Ersatzpropellern in der eigentlich immer sehr guten Qualität von XK, also die sind sehr verwindungssteif im Allgemeinen. So, und da haben wir die X7, die vielbesagte. Da kann ich diverse Modellspeicher verwenden. Ich kann Dual-Rate-Exponentiale einstellen, kann diesen 3D-6G-Switch verwenden, habe auf der linken Seite einen Motorkillschalter, den kann ich für verschiedene Flugmanöver und zur Sicherheit verwenden. Also die ganzen XK-Bedienungen sind mit 6 AA bzw. Mignon-Batterien zu betreiben. Ich denke, die wird auch ziemlich Energie verbrauchen, wie die vom X380 auch. Es sind alle Fullsides, ca. 1 Kilometer Reichweite, sind also allgemein in der Qualität sehr gut verarbeitet, auch hinterlassen sehr gutes Gefühl von der Bedienung. Ja, da wollen wir mal sehen, ob wir dem Teil hier Leben einhauchen können. Die Batterie einlegen, die kommt unten in einen offenen Schacht, der hält die Batterie eigentlich sehr gut fest, ja, das ist also perfekt. Wird mit dem Balancerkabel angeschlossen. Ich habe auf der Rückseite eine rote und grüne Kombi-LED. Sobald ich die Fernbedienung dann oder sich initialisiert an die Fernbedienung, habe ich jetzt nur noch grün. Wenn ich in den 6G-Modus komme, habe ich nur rot am Ende und unter den Armen habe ich eben die üblichen rot und grünen LEDs, die man so ganz gut sehen kann. So, komme ich langsam zum Ende. Wie ihr seht, ist das Teil ganz okay. In Teil 2 haben wir das Flight Review und im Teil 3 die Fernsteuerung und Einstellung dieser. Und jetzt noch ein paar Impressionen. Danke fürs Gucken. Please abonnieren und einen Daumen hoch wäre auch super.